Erst letzte Woche verpflichtet, heute schon im Tor. Jörg Siebenhandel, und für Andreas Leitner ist damit bei der Admira kein Platz mehr. Und Siebenhandel trifft gleich auf den Top-Torjäger der EM-Qualifikation, Omer Damari, der auch heute seine Visitenkarte abgibt. Die Admira in Rot startet gut, startet aggressiv mit einem Startelf-Debütanten Marvin Ego. Und der hat gleich nach 2 Minuten diese tolle Möglichkeit, scheitert aber an Heinz Lindner. Das wäre ein optimaler Auftakt für die Admira gewesen. Die Austria wird dann nach einer Ecke erstmals gefährlich, und zwar nach 8 Minuten. Da ist erstmals Omer Damari, kommt hier aber noch einen Schritt zu kurz. Die Ecke von Leitgeb, Grünwald steigt dann drüber, fälscht den Ball noch ein wenig ab, und Damari kommt nicht mehr ran. Die Austria tut sich schwer. Der Schwung aus dem Derby ist irgendwo in der Länderspielpause verloren gegangen. Und dann hilft Jörg Siebenhandel beinahe mit. Schauen Sie mal auf diese Szene nach 27 Minuten. Alexander Grünwald zu überrascht. Da kann man wohl auch mal ein Tor machen. Siebenhandel mit einigen Unsicherheiten. Die Austria dann wieder bei einer Ecke gefährlich. Meilinger diesmal, und dann Leitgeb wieder. Damari den Kopfball setzt er neben das Tor. Mehr war im ersten Durchgang auch nicht los. Logischer Pausenstand, deshalb 0:0. Interessanter ist da schon die Suche der Austria nach einem neuen Sportvorstand. Markus Kretschmer erklärt uns, warum das alles nicht so einfach ist. Das ist eine strategisch ganz, ganz wichtige Position für den Club. Deswegen geben wir uns auch die Zeit, und wir suchen eben einen Sportchef nicht nur für die Kampfmannschaft, sondern für den gesamten Club. Wir haben auch über die Struktur unserer Sportabteilung im Gesamten gesprochen, über das Anforderungsprofil. Und da bitte ich einfach um Verständnis. Wir haben unseren Zeitplan definiert, den werden wir einhalten. Im ersten Quartal 2015 werden wir uns dann dementsprechend mit dem neuen Kandidaten präsentieren. Darauf sind wir natürlich alle gespannt. Nach dem Seitenwechsel hat die Admira dann die ersten Offensivaktionen und auch die erste Möglichkeit. 49. Minute. Lukas Thürauer, zuletzt Torschütze gegen Wiener Neustadt mit diesem guten Fernschuss. Und Heinz Lindner ist aufmerksam. Die Austria wirkt weiterhin verkrampft. Der Knoten platzt dann nach einer Stunde mit diesem Zweikampf. Windbichler gegen Damari. Schiedsrichter Kollega zeigt Windbichler hier rot, und es gibt Elfmeter. Und da bleibt dem Schiedsrichter eigentlich gar nichts anderes übrig. Kurzer Griff von Windbichler hier. Der will Damari bremsen, der ist clever genug, das auszunützen. Holt hier den Elfer für die Austria raus. Und Richard Windbichler, der Admira-Kapitän, muss schon zum dritten Mal in dieser Saison vorzeitig runter. Keiner wurde bislang so oft ausgeschlossen. Omer Damari tritt selbst an, und nach 61 Minuten schießt er die Austria mit 1:0 in Führung. Das 8. Saisontor für den Israeli, und diese Szene ist insgesamt die spielentscheidende. Denn in Überzahl legt die Austria dann schnell nach. 68. Minute, mittlerweile bei den Wienern Mada und Reuer im Spiel. Und da ist Daniel Reuer. Er trifft als Joker. Wie schon im Wiener Derby, 5. Saisontor für Reuer, der da zu viel Platz hat. Und dann präzise abschließt Jörg Siebenhandel, in diesem Fall chancenlos. Die Austria damit auf einem sehr guten Weg, und nur 3 Minuten später ist dann alles entschieden. Alexander Gorgon köpfelt nach dieser Ecke von Florian Mader das 3:0. Und die Austria schießt innerhalb von nur 10 Minuten 3 Tore. Zweites Saisontor für Alexander Gorgon, und die Admira zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur mehr Passagier in diesem Spiel. Und am Ende schießt die Austria sogar noch den höchsten Saisonsieg heraus. 82. Minute. Thomas Salamon, und dann ist Alexander Gorgon völlig frei im Admira-Strafraum. Und das lässt er sich natürlich nicht entgehen und schnürt 8 Minuten vor dem Ende seinen Doppelpack. Schöne Aktion über Reuer. Salamon hat dann das Auge für den Mitspieler, und der hat keine Mühe, hier sein zweites Tor zu erzielen. In den ersten 7 Heimspielen hat die Austria nur 8 Tore geschossen, und heute gelingen den Violetten in einer Partie halb so viele, 4 Treffer. Das Ergebnis ist aber wesentlich deutlicher, als das Spiel eine Stunde lang gelaufen ist. Am Ende bleibt die Admira aber auch im 8. Bundesligaspiel in Folge sieglos.